Herzlich willkommen und schönen guten Tag hier auf meinem Beraterkanal zur Unternehmensbesteuerung. Mein Name ist Stefan Mücke. Geschenke erhöhen die Freundschaft, aber auch die betriebliche Zusammenarbeit. Wir zeigen Ihnen heute, wann Geschenke als Betriebsausgaben abzugsfähig sind und was Sie dabei zu beachten haben. Aufwendungen für Geschenke mindern den betrieblichen Gewinn und Ihre Steuerlast, wenn das Geschenk betrieblich veranlasst ist. Für die betriebliche Anerkennung muss der Anlass daher aus dem Betrieb kommen. Private Gründe oder Motivationen darf es nicht geben. Typischerweise gibt es Geschenke an Kunden, an Lieferanten, an Geschäftspartner, an Handelsvertreter, manchmal sogar an den Steuerberater oder andere Berater des Unternehmens. Gegenstand der Schenkung sind häufig Blumen, Pflanzen oder ein guter Wein. Manchmal darf es sogar ein Elektroartikel sein, zum Beispiel ein Fernseher oder ein Handy. Aber Achtung! Aufwendungen für Geschenke sind nur dann abziehbar, wenn diese pro Empfänger und pro Jahr 35 Euro nicht überschreiten. Bei der 35-Euro-Grenze handelt es sich um einen Nettobetrag. Bei Unternehmen, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, wie zum Beispiel Ärzte, handelt es sich um einen Bruttobetrag. Schenken Sie also einem Kunden zu seinem Geburtstag eine Flasche Wein im Wert von 30 Euro, dann sind diese Aufwendungen abstrakt betrachtet als Geschenkaufwendungen steuerlich absetzbar. Schenken Sie dem gleichen Kunden an Weihnachten noch ein zusätzliches Präsent im Wert von 20 Euro, dann sind diese Geschenkaufwendungen zusammenzurechnen, sie überschreiten damit die 35-Euro-Grenze und die Aufwendungen sind überhaupt nicht mehr abziehbar, auch nicht bis zur Grenze von 35 Euro. Beachten Sie also immer, dass die Aufwendungen pro Empfänger und pro Jahr zusammenzurechnen sind. Zu den Aufwendungen gehören nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht Versandkosten und Verpackungskosten für die Geschenke. Damit die 35-Euro-Grenze pro Empfänger und Wirtschaftsjahr geprüft werden kann, müssen ergänzende gesonderte Aufzeichnungen geführt werden. Ich empfehle Ihnen daher, direkt auf der Quittung, auf der Rechnung für das Geschenk, den jeweiligen Geschenkempfänger zu notieren, damit hier die entsprechende Aufzeichnungspflicht erfüllt ist. Wenn Sie sich einen Geschenkevorrat zulegen, das heißt, Sie kaufen beispielsweise 50 Flaschen Wein, die Sie Stück für Stück verschenken, dann ist es erforderlich, dass Sie sich eine entsprechende Liste anlegen und auf dieser Liste jeweils Empfänger, Geschenkempfänger vermerken, wenn Sie aus dem Geschenkevorrat entsprechende Waren oder Gegenstände entnehmen. Um die dann noch erforderliche gesonderte Verbuchung kümmert sich allerdings Ihr Steuerberater. Welche steuerliche Auswirkungen ergeben sich für den Empfänger eines Geschenkes? Hier müssen wir unterscheiden. Ist der Empfänger eine Privatperson, so ergeben sich keinerlei steuerlichen Verpflichtungen. Ist Empfänger aber ein Unternehmer, dann muss er tatsächlich das Geschenk bzw. den Wert des Geschenkes als Betriebseinnahme versteuern. Diese Versteuerung tritt selbst dann ein, wenn Sie die Aufwendung gar nicht absetzen können, weil die 35-Euro-Grenze überschritten wird. Ergänzender Hinweis, Sie können den Empfänger von seiner Steuerpflicht befreien, indem Sie zusätzlich eine Pauschalbesteuerung für das Geschenk vornehmen. Durch die Pauschalbesteuerung ist die Sache für den Geschenkempfänger erledigt. An der Nichtabzugsfähigkeit Ihrer Aufwendung, wenn Sie die 35-Euro-Grenze überschritten haben, ändert sich daraus aber nichts. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen folgende Überlegung teilen. Wir wissen, dass wir ein Handy im Wert von 700 Euro wegen Überschreitung der 35-Euro-Grenze nicht als Geschenkaufwand absetzen können. Wir wissen auch, dass ein Geschenkempfänger ein solches Handy im Wert von 700 Euro als Betriebseinnahme versteuern müsste. Wir wissen, dass wir diese Besteuerung beim Empfänger verhindern können, wenn wir als Schenker zusätzlich die Pauschalbesteuerung wählen. Die Pauschalsteuer beträgt 30%, das sind bei 700 Euro Handywert nochmal 210 Euro. Der Gesamtaufwand für das Geschenk, 700 Euro und 210 Euro, insgesamt 910 Euro, sind steuerrechtlich nicht absetzbar. Wäre es dann nicht sinnvoll, Sie kaufen das Handy privat und schenken das Ihrem Geschäftsfreund aus privater Motivation?
Oder wenn Sie den Bogen noch weiter spannen, Sie kaufen das Handy als Betriebsbedarf. Das darf man natürlich nicht, aber Gedanken sind ja bekanntlich frei. Wenn Sie wissen wollen, welche Aufwendungen von den Geschenkaufwendungen abzugrenzen sind oder wie Sie solche Aufwendungen steuerlich besser gestalten können, das haben wir in einem gesonderten Video zusammengestellt. Den Link blende ich Ihnen hierzu ein. Haben Sie Fragen zum Betriebsausgabenabzug, so rufen Sie unsere Kanzlei an. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Besprechungstermin. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.